Félicien Dubois 0-1, eine ärgerliche Niederlage. An was ist es vor allem gelegen? Ja, wenn kein Goal schießt, ist schwierig. Das ist klar. Ich denke, nach dem ganz schlechten Spiel vom Dienstag haben wir geschaut, dass wir wirklich hinten wieder einigermaßen solid stehen. Wir haben uns in den letzten paar Tagen klar den Fokus auf die Defensive. Und ja, vorne, wir haben uns Chancen schon erarbeitet aus dem Fortschritt und so. Wir haben viel geschossen, aber irgendwie, das ist halt ein bisschen das Syndrom von einer Mannschaft, die kein Selbstvertrauen hat. Wir schiessen zwar, aber irgendwie fehlt das kleine Detail, wo das es hineingeht. Und wir sind auch vor dem Goal gewesen. Wir haben abprallen gehabt, wir haben sie abgelenkt, aber ich kann es nicht wollen. Ich glaube, es ist extrem ärgerlich, das ist so. Aber andererseits, wenn man sieht, unsere Leistungen in den letzten paar Wochen, dann gibt es gleich etwas zum Mitnehmen von dieser Niederlage. So hart es tönt, aber es ist unsere Lage im Moment. Ist das, was euch auch Mut macht für den nächsten Auftritt, eben für das nächste Spiel, um das mitzunehmen, dass ihr viel Druck machen könnt? Ja, es gibt sicher etwas mitnehmen. Wir können uns natürlich nicht zufrieden geben mit dem. Du kannst dich auf dem Niveau nicht zufrieden geben mit der Niederlage. Aber vielleicht, wenn ich vergleiche mit den letzten paar Spielen, hat es heute einige Sachen, die viel besser geklappt haben. Ich denke, Vorchecking, den Gegner unter Druck setzen, ist es viel besser gelungen. Wir haben auch mit der Scheibe bessere Entscheidungen getroffen. Und ja, wir haben ein paar Schuss aufs Goal gebracht, einfach mit dass irgendetwas gefehlt. Aber ja, es tut uns wahrscheinlich schon gut, ja.